Hallo? Raus? Raus? Oh Gott, das, wenn ich hier schon dran scheitere. So, Leute, da sind wir beim neuen Video. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen umgebaut. Man sieht mich jetzt. Ich hoffe, das ist cool für euch. Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Und ja, ich habe heute was für euch mitgebracht. Wir haben montags mache ich auf diesem Channel immer ein Produkt auf. Und ihr seht es schon oben in der Beschreibung. Ja. Commander Deck, Necrons. Ja, ich mache für euch das Necrons Commander Deck aus, beziehungsweise das Necron Dynasties, wie es hier so wunderschön heißt. Zwei Legendary Traditional Foil Karten. Das normale, nicht das Ultimate irgendwas Edition Gedöns. Und hier sind an der Seite sind Sachen zum... Das interessiert mich jetzt. Nee, lässt sich daran nicht öffnen. Wie soll ich das aufmachen? Schwierig. Ah, oh. Na, ist jetzt etwas ungewohnt für mich, in dieser Position mit aufzunehmen. Ja, da ist es offen. Okay, I see. Dann haben wir oben zwei Token. Oh Gott, hier sind auch diese komischen Tokens drin. Und kriege ich das raus? Hallo? Raus? Oh Gott, das, wenn ich hier schon dran scheitere, an der Verpackung das aufzunehmen. Ja, komm, scheiß drauf. Ich habe keine Ahnung, wie man das aufmachen soll. Echt nicht. Hier sind die Sachen, die wir da haben. Wir haben eine Menge Tokens und noch die, ich glaube, das ist ein Zeichen der Necrons. Hier noch so ein kleines Necron-Ding. Und den fällt mir alles schön entgegen. Dann haben wir hier drinnen, okay, Müll. Haben wir noch das, ja geil, das, wo ihr eure 50 Euro Commander-Decks oder hier in diesem Fall 60 Euro Commander-Decks auf jeden Fall drin aufbewahren solltet. Diese Pappverpackung. Hammer. Dazu einen Lifepoint-Zähler. Der ist actual cool. Der ist actual cool mit den Necrons drauf. Warhammer 40k, All Rights Reserved, bla 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 bla. Kommt weg. Dann haben wir... Ich muss das so ein bisschen genießen tatsächlich, weil diese Commander-Decks sind halt doch teuer. Sehr, sehr teuer. Danke übrigens an die Jungs, die danach für mich abnehmen. So kann ich euch die zeigen, ohne dass ja, ich mein halbes Leben bezahlen muss. Necron Dynasty hier zu den beiden... Zu den beiden Typen White Order, Blue Knowledge, Black Power, Red Emotional, Green Nature. Hm. Für Leute, die es interessiert. Warhammer-Enthusiasten, die sich wahrscheinlich dieses Deck dann kaufen. Ja. Dann, wie immer, gehen wir zuerst mal an die Tokens. Ich werde ein bisschen über die Rares und Mythics reden und auch über sonstige andere Karten im Deck. Warum auch immer ich das jetzt in den normalen Müll werfe und das an. Egal. Wir haben hier eine Etched Foil-Variante von dem Commander. Das ist hartes Plastik. Necron Warriors. Eine Menge 2-2 Necron Warriors. Und Insekts. Und die haben hier unten diesen Holo-Stamp. Aber der ist nicht Holo. Also den Universe Beyond. Wer es nicht wusste, Universe Beyond sind hier unten ist ein Dreieck. Jetzt im Fokus. Oh mein Gott. Oh, Technik, die begeistert. Ja, alles neu hier. Wir haben Sarketh, The Silent King, wenn ich hier einen Namen falsch ausspreche, es tut mir unendlich leid. Ich habe Warhammer for the Camera gespielt, beziehungsweise hauptsächlich habe ich Kill Team gespielt. Da hat man so namenhafte Typen nicht gespielt, sondern halt nur die Fußsoldaten. Und dementsprechend vergebt mir, wenn ich das hier bisschen botche. Gucken wir uns mal an. Wir haben Sarketh, The Silent King. 4 Mana, 3-4, fliegend. My will be done. Immer wenn der angreift, milden wir 3 Karten und nehmen Artefakt, Kreaturenkarte oder ein Vehikel, die auf diese Weise gemildet wurden, auf die Hand. Okay, ja, ich erinnere mich, das war dieses Mill-Artefakt-Irgendwas-Deck. Gucken wir uns mal weiter an, was wir noch haben. Jetzt kommt's Lustigste. Ich bin noch sehr viel schlechter als in der normalen Packung aufmachen, sind diese Pull-Tabs. Aber ich habe ihn, glaube ich... Nee, hier müsste der doch sein. Hallo? Hallo? Ja, hab es gefunden. Machen wir den mal auf. Sack ist auf jeden Fall voll. Das finde ich ganz nett. Und wir haben auch noch Imotek. Zack. Klingt sehr, alles sehr ägyptisch, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir How to Play Magic.
Und dann gucken wir uns an, was wir haben. Ach, so hübsch. Voll. Dann Imhotep. Das klingt so, es klingt wirklich ägyptisch. 4 Mana, 3-3. Immer wenn ein oder mehr Artefakte-Karten aus dem Friedhof rausgehen, dann kriegen wir ein 2-2 Necron. Und zu Beginn des Combats können wir eine andere Kreaturenkarte +2/+0 im Menace geben. Okay. Not bad. Anrykar, The Traveler. 5 Mana, 4-4. Immer wenn der angreift, können wir ein Artefakt von der Hand oder dem Friedhof spielen und können dafür Lebens statt der Mana-Kosten bezahlen. Das ist ganz, ganz cool. Biotransfer. 4 Mana Enchantment. Ein schwarzes Enchantment, was so aussieht wie ein Artefakt. Das ist, wie sagt die Jugend? Das ist wild. Biotransfer sind 4 Mana Enchantment. Kreaturen, die wir kontrollieren. Die sind Artefakte als zusätzliche Typen. Und dasselbe ist wahr für Zauber, die dir von der Hand gespielt haben, die nicht im Spielfeld sind. Und ja, Creature Cards. Und immer wenn wir ein Artefakt-Zauber casten, kriegen wir ein Leben. Nee, verlieren wir ein Leben und kriegen 2-2 Necron. Not bad. Es wird hier so sein, dass ich nicht jede Karte vorlesen kann. Die Decks sind immens groß, immens riesig und haben eine Menge Sachen mit drin. Und wenn mir irgendwas auffällt, was ich besonders gut fände, dann gehe ich halt weiter. Aber hier ist halt ein Unearther, der Artefakte opfert und eine Karte ziehen lässt. Nicht so spannend. Kryptek finde ich auch persönlich nicht so spannend. Hier mit Opfer eine Kreatur, wir kriegen Mana, ist ja ganz nett. Locust, Heavy Destroyer. Der ist wiederum ziemlich, ziemlich cool. 4 Mana, 3-2 fliegend. Wenn der ins Spielfeld kommt, muss jeder Spieler eine Kreatur opfern mit Unearth. Sehr, sehr cool, weil jeder Kreaturen opfern muss. Das ist im Commander gern gesehen. Lich Guard, auch sehr cool. Wir können alle Legendary-Karten vom Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Das ist, ja, es sind nicht die diese Runde reingekommen sind, sondern es sind alle. Was sehr, sehr cool ist. Necron Deathmarks, Overlord, Out of Tombs. 3 Mana Enchantment mit Dämonenmarkern. Hier ist ziemlich wichtig, es sind Dämonenmarker. Und da haben sie schon gesagt, da gibt es tatsächlich eine Kombo mit dem Land zu, welches getappt werden kann für einen Zusatzzug, wenn wir Dämonenmarker haben. Dann haben wir Royal Warden, Shard of Nightbringer. Oh, es sind Ketan. Wer sich über die Necron-Kreaturen-Typ ausgeht, wir haben hier Ketans oder Zitans oder wie auch immer man die ausspricht. Das sieht aus wie fast wie ein Engel, Dämon, irgendwas in diese Richtung. Spear of the Void Dragon, Meta Abomination, sehr geil. Scopper the Lord, gibt Artefakt-Kreaturen +1/+0 und hat Unearths. Eigentlich ganz cool, die Karte. Technomancer. Gott, habe ich Technomancer gehasst. Their Name is Death. Zerstört alle Nicht-Artefakt-Kreaturen. Auch sehr, sehr gut in diesem Deck. Tombblade, The Infinited. Sehr, sehr viele Legendary Necrons. Und weil die halt alle mono-schwarz sind, kann man die auch alle als Commander spielen. Die Sinn ergeben, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Necrons, die man als Commander spielen kann. The War in Heaven. 6 Mana. Ziehen 3 Karten und verlieren 3 Leben, bilden 3 Karten. Das ist nicht schlecht. Scarab Swarm. Spider, es sind eine Menge Rares. Gefühlt sind alle Karten hier drin rare, meiner Meinung nach. Connect Graft, Dominion, Crypto Ball. Andere Artefaktkreaturen, die du kontrollierst, haben Hexproof. Sehr coole Karte. Ghost Arc, Necron Monolith, Resurrection Orb. Den finde ich wiederum richtig, richtig cool, weil Lifelink und wenn eine equipped Kreatur stirbt, bringen wir die jetzt zurück auf das Feld. Nächsten Endstep. Richtig, richtig cool. Scepter of Glory, Tomb Fortress, ein Land, was ich sehr, sehr cool finde, einfach nur, weil wir damit noch was millen können. Ist aber nichts für andere großartige Decks. Könnte aber zu einem Staple in so Reanimationsdecks halt werden. Beacon of the Unrest. Jetzt kommen wir zu Reprints. Das ist ein Reprint aus Mirrodin, glaube ich. Living Death, richtig geiles Artwork. Das ist richtig cooles Artwork. Mutilate, kennen wir auch. -1/-1 für den Sumpf. Catch Sun, das Atlas, Gilded Lot, alles noch Rares. Mystic Forge. Richtig sick. Sculpting Steel, Flayed One. Das finde ich jetzt interessant. Auch die haben, genau wie die Token, keinen richtigen Holostamp. Da haben sie sich den Holostamp richtig gespart, sondern sie haben unten nur so ein Dreieck. Dasselbe haben sie gemacht bei Infinity mit der Eichel. Auch die ist tatsächlich in so einem Silber gehalten, was ich sehr, sehr strange finde, meiner Meinung nach. Wirklich strange. Hexmark Destroyer. Also sind auch hier ein paar neuere Karten dabei. Destroyer, ein paar, die halt wirklich Necrons sind und auch ankamen. Es sind nicht alle Karten sind rare. Defile,
auch sehr cool. Thread Return. Oh mein Gott, das ist ein geiles Thread Return. Ich glaube, ich brauche ein neues Thread Return für mein Dredge. Oh nein, Crandall Plating auch sehr, sehr geil hier mit dem Nikon. Richtig cool. Hadron Archiv, Mask of Memory, Soul Ring. Cool finde ich halt, dass jeder Soul Ring anders aussieht. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Baron Moore auch hier richtig cool. Landscape, Reliquary Tower. Richtig sickes Artwork. Darkness, auch ein Reprint aus Legends. Wir preventen einen Schaden. Go to the Throat, hier mit dem Marine. Oh mein Gott, wie cool. Arcane Signet, auch hier. Command Sphere, das sind halt so Mindstone, richtig schön gemachte Karten. Also das sind wirklich schön illustrierte Karten. Deswegen kann ich schon verstehen, dass diese Decks ein bisschen teurer sind. Wayfarer's Bubble, Desert of Glorified, Polluted Maya, okay. Vault of Whispers, auch mega. Richtig cool. Richtig coole Karten vom Artwork her. Dann haben wir Sümpfe, und zwar drei verschiedene. Auch hier, ja, nichts Besonderes, aber ganz cool. Und ja, das war das erste Deck, das Necron-Deck. Kleines, aber feines Opening. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne mal einen Daumen nach oben geben. Das freut mich und hilft mir. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Ich werde die anderen Decks auch noch aufmachen. Die werden jetzt in sehr kurzen Abständen kommen. Das heißt, Mittwoch wird eins kommen, Freitag wird eins kommen und Montag wird eins kommen. Ja, Montag wird noch eins kommen. Dementsprechend, oder nächste Woche Mittwoch. Je nachdem, wie die laufen. In nächster Zeit kommen ganz viele, bis alle vier aufgemacht wurden. Dementsprechend hoffe ich, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Aber Blacksit. Ciao, ciao.